Die Kinder der Langlaufgruppe Rormus Untertal trugen einen letzten Wettbewerb als Abschluss einer großartigen Wintersaison aus. 37 Kinder zeigten in einem lustigen und spannenden Geschicklichkeitsmodus vor zahlreichen Zuschauern ihr Können, welches sie beim wöchentlichen Training erlernt haben. Nach dem Bewerb wurden alle Teilnehmer in die Landalm zu Spaghetti und einem Getränk eingeladen. Bürgermeister Hermann Trinker bedankte sich beim Betreuerteam für die hervorragende Arbeit. Alle Kinder erhielten einen Pokal und konnten sich über tolle Preise bei einer Verlosung freuen. Gerhard Tritscher, Angela und Heinz Gerharter, Lydia Stocker, Romana Stocker, Stefanie und Albert Bilz freuen sich immer wieder über die guten Leistungen der Langlaufkinder. Die Sektion Nordisch bedankt sich bei der Firma Ski-Lenz, die alle Kinder und Betreuer mit neuen Hauben ausgestattet hat. Wir können uns getrost auf den nächsten Winter freuen.